Liebe Handball-Community, künftig wird der Zentralvorstand nach seinen Sitzungen berichten, was in diesen Sitzungen passiert ist. Wir werden näher zu euch herrücken, wir werden kommunizieren, was wir machen und wir werden hören, was ihr davon macht. Heute in der Mobiliar-Arena, kurz vor dem Länderspiel von unseren Schweizer Frauen gegen Litauen, wollte ich euch sagen, wie so eine ZV-Sitzung abläuft. Wir tauschen uns aus über relevante Themen. Vor allem diskutieren wir aber auch. An der ersten ZV-Sitzung haben wir darüber diskutiert, was die Aufgaben sind von uns Zentralvorstandsmitgliedern. Die Aufgaben, die sind ganz unterschiedlich. Jede hat seine Stärken, seine Schwächen und er soll vor allem die Stärken einbringen. Wir sind auch ein Team, das muss arbeiten, das mitwirken soll, auch wenn wir den Job pro bono machen. Und so kann man sich bei uns nicht rausziehen. Handball ist Teamwork, Handball heisst sich engagieren. Für das steht euch Zentralvorstand. Es wird auch gelacht im Zentralvorstand. Das Wort Partizipation, sicherlich für alle von euch ganz klar, was das ist. Was ist es für uns? Für uns heisst es, wir wollen zu unserer Community rücken und wir wollen mit Aktivitäten und Partizipation unsere Ziele erreichen. Ziel 2025, ich möchte euch drei nennen. Das erste ist, der Handball braucht mehr Community. Unser Ziel ist, 250'000 neue Kontakte zu sammeln für unsere Sportart. Auf allen Ebenen, vor allem und sehr gerne auch bei der Frauen-Community. Das Zweite, wenn man gute Projekte starten will, wenn man Veränderung und Innovation vorantreiben will, braucht es Geld. Darum das zweite grosse Ziel, das wir angehen in der nächsten Zukunft. Wir müssen mehr Mittel generieren über unsere Aktivitäten im Marketing und der Kommunikation. Am liebsten, wenn wir das Budget verdoppeln. Und der dritte Punkt, wenn man erfolgreich sein will, das muss ich euch allen nicht sagen, dann muss man ein great place to work sein. Gerade in der heutigen Zeit, die Schwierigkeiten der Welt, Corona hinter uns, hoffentlich, braucht es eine Struktur, ein Verband, wo ich mich gerne einsetze. Und dort wird sich unser Team rund um die Geschäftsleitung engagieren. Handball ist ein great place to work, auf allen Ebenen. Gerade jetzt hat draussen etwas skandiert, Manu Brütsch. Manu Brütsch macht heute 150 Länderspiele, respektive es ist schon das 152. Damit der Sport überhaupt noch funktioniert, hat es aber auch richtig gute Arbeit gebraucht in dieser Corona-Zeit. Ich möchte an dieser Stelle im Namen von der ganzen Handball-Community und vom Zentralvorstand Swiss Olympic, am Bund und allen zuständigen Personen danken. Der Sport ist unterstützt worden in Corona-Zeiten mit sehr viel Geld. Der Handballverband, da insbesondere der Mike Born und sein Team, haben aufgezeigt, wieso wir in dieser schwierigen Zeit Geld gebraucht haben. Auch das haben wir im Zentralvorstand besprochen und auch gewertschätzt und honoriert. Es ist gut, gute Bütze zu machen und es wird eben dann auch gedreht. Und somit haben wir eine Basis, um unseren Sport auch in Zukunft, hoffentlich ohne Corona, erfolgreich weiterzuführen. Und jetzt muss ich einfach lächeln. Das letzte Schwerpunktthema der Zentralvorstandssitzung war die Frauenbewegung im Schweizer Handball. Das Ziel ist klar formuliert. Heim-EM 2024. Dort wollen wir etwas reissen. Die Akademie hat man gestartet, im OIM, in Zug. Da neben mir Daphne Gauci aus der gleichen Region, wo ich aufgewachsen bin. Wunderbare Karriere, wie ganz viele andere Spielerinnen auch. Und heute hier in Muri haben wir die Chance, uns zu qualifizieren für die Europameisterschaft dieses Jahr, 2022, vom 4. bis zum 20. November. Wenn wir diese Chance packen, dann dürfen wir kurz jubeln. Aber dann müssen wir vorwärts gehen. Frauen fördern heisst, wir brauchen mehr Trainerinnen, mehr Schiedsrichterinnen, mehr Funktionärinnen. Und die Frauen reden mir auch rein, das passt in so ein Video. Also, liebe Handball-Community, packen wir das Thema an. Gemeinsam für einen starken Handball in der Schweiz, im Frauen- und im Männerbereich. Das war der erste Update von der Zentralvorstandssitzung vom 22.02.2022. Ja, gutes Datum.